Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir Hollow Bastion verlassen, sind von da geflüchtet, sind zurück nach Traverse gegangen und ja, wir müssen jetzt theoretisch wieder zurück nach Hollow Bastion. Aber ich würde sagen, nachdem wir ja den weißen Triotech bekommen haben, gehen wir mal kurz alle anderen weißen Triotechs nur holen. Das ist doch mal eine Idee, oder? So, den von Traverse haben wir ja schon. Weiß jetzt nicht komplett auswendig, wo alle sind, aber die meisten weiß ich. Nein, der Stadt Traverse ist ein neues Wurmloch entstanden. Wo das wohl führen mag. Merkwürdig, ich spüre magische Energien in den anderen Welten. Bestimmt ist es sinnvoll, noch einmal alle zu besuchen. Ja. Yep. Okay, hier scheint es noch nicht weit. Hier scheint es nicht weiter zu gehen. So, in Wunderland haben wir ja den weißen Triotech gesehen. Ich glaube, da gibt's sogar ein Schlüsselschwert, wenn ich mich nicht irre. Da, das ist wieder meine Megapille. Aus wie so eine Pille. Herztribunal. Ich komme gerade von einer sehr langweiligen Aufnahmesession von Tales of Systeria. Wo zwar storymäßig viel passiert ist in anderthalb Stunden, aber kämpfemäßig geht das Spiel jetzt viel zu chillig an, finde ich jetzt, ganz ehrlich. Also, ich habe anderthalb Stunden gespielt und nur zwei Kämpfe hatte ich bis jetzt. Also, das machen sie ein bisschen zu gemütlich am Anfang. Wenn ich nicht wüsste, hat das Kampfsystem Oberaffen mega geil ist und ich bin hier im Kreis gelaufen. Und das Spiel wahrscheinlich noch sehr viel besser wird, so gegen Ende. Oder so später halt einfach. Wenn ich ein bisschen mehr Freiraum hätte, wäre ich schon längst abgeschreckt worden davon. Ja, ich muss mal nachdenken. Wo? Wie kommt man nochmal dahin? Und übrigens sind jetzt die ganzen Herzlosen hier stärker. Wurde schon gesagt. So. Langsame Schwebefähigkeit, ne? 100 Zimmer. Ja, das könnte richtig sein. Wir waren ja schon mal in den Ort, wo der weiße Triotech war. Das war zu spät. Ich krieg so eine Menge Schaden von dem Angriff, ne? Wenn ich den Gegner nicht irgendwie schneller erledigen würde, wie der mich erledigen würde, dann würde ich echt Probleme bekommen. Au. Gott! War stärker als... Hier geht's, glaube ich, hin, ne? Stärker als die Monster von Herzlosen von Hollow Bastion müssen die eigentlich nicht sein. So, hier ist mal richtig. Ich glaube, wir haben ja schon zwei, ne? Dann fehlen uns nur noch 8. Also jetzt mal 7. Triotech. Keine Schaden, die schon so früh wie möglich zu holen, ne? Herzensbrecher erhalten. Glaube ich aber nicht so gut, die Waffe, ne? Maximum MP steigen um 2. Angst auf von Magie und Rufen steigt erheblich. Okay, das ist eine Magie ausgelegte. Aber wir haben ja hier Sterntreue von Kairi. Die werden wir natürlich benutzen. Weil das werden wir natürlich benutzen. Nee, da kann man, glaube ich, nicht hin. Warte mal. Ja, hier kann man jetzt auch hin, ne? Teepartygarten. Stimmt, so kommt man dann die Truhe hier. So. Gegen den Stuhl geflogen. So, haben wir hier den weißen Triotech. Nächsten. Aber wir haben den von Traverse, den von Hollow Bastion und hier. Nicht in jeder Welt ist einer, aber so gut wie jeder Welt ist einer. Na, gucken wir mal, haben wir Triotechs mäßig, haben wir den gelben, haben wir noch zweimal nicht. Wo ist denn noch zweimal ein gelber? Ja, wir gehen erstmal das Gummijet absuchen. So, hier ist, glaube ich, keiner. Hier ist noch einer. Gehen wir mal da rein. Er ist direkt in der Mitte von der Arena, also nicht in der Vorhalle. Ihr wisst schon, dieser große Platz. Aha, mega Pille.
Megapille. In welchem Spiel gab es nochmal Megapillen als Heilgegenstand? Final Fantasy 8, ne? Hat irgendwie alle Startdinger geheilt. Nein, noch nicht. Okay, dann später. Ihr wisst, was ich meine, ne? So, weißer Triotech, erschein! Doof. Atlantica fällt mir gerade nur eines ein. Thanatos-Stab erhalten, sehr gut. Ich sag doch, die Weißen, die lohnen sich, deswegen tun wir die auch alle abklappern jetzt. So, für zufällig mächtige Volltreffer aufs Maximum MP sinken um 1. Der ist leider physisch ausgelegt. Nee, so viel dazu. Naja, wenn man offensiv mit Donald kämpft, dann ist ja nicht schlecht, aber Moment nicht. So, Agrava. Ja, in Agrava ist Dingens. In der Wunderhöhle, so direkt am Anfang ist er, glaube ich. Leckert, wo die letzten beiden gelben sind. Einer ist in Merlins Haus. Hinter Merlins Haus, glaube ich. Oh, der Schatten ist, glaube ich, näher. Einer ist in der Arena des Olymps. Da muss man einen Sockel wegschieben. Wo sind denn die restlichen beiden? Hallo, Bäschen? Wir sind ja einen Weg noch nicht gegangen, ist mir aufgefallen. Man hier, weiß ich nicht, nach links und nach rechts gehen konnte. Bei der Bibliothek. Also, da sind wir ja nur nach links gegangen. So in der Aufnahme gemerkt und dann müssen wir noch nach rechts. Aber ich sollte die Zauberer mal erledigen und wieder. Wir hinterlassen auch was sehr Schönes. Oh, ein bisschen Action. Wie gesagt, letzte Aufnahme der Hysteria hat es nicht so gebracht. Weil ich brauche ein bisschen Action. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Weil das Spiel geht jetzt langsam so im Schneckentempo an. Ist nicht, weiß ich nicht. Hätten sie ruhig ein bisschen schneller machen können. Nein, ich habe mich nicht bewegt. Normalerweise kann man nicht das Gebiet wechseln, wenn man sich nicht bewegt. So, hier. Was kriegen wir hier? Ifrit Girl. Feuerschwellen minus 40% Angriffskraft steigt. Ich habe eigentlich schon deftig viel Angriffskraft. Brauche ich jetzt nicht so. War hier der gelbe Triotech irgendwo? Ich glaube ja, ne? Warte mal. Ja, ich glaube, man muss irgendwo so einen Sockel runterschieben, oder? Aber den konnte man so runterschieben, glaube ich. Nee, ich weiß, irgendwo. Ja, ich glaube, ich weiß. Oder war halt ein roter? Irgendwo konnte man jemand runterschieben. Da, da hinten, da ist der gelbe. Jetzt keine Herzlosen. So, schnell. Das Blöde ist allerdings, wir brauchen ihn jetzt nicht. Nicht mehr. Das bringt auch eigentlich nichts, die alle zu haben, außer eine Trophäe und die habe ich schon. Also ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, was hat gebracht hat, das Ding runterzuschieben. Ich gucke jetzt einfach mal. Ja, zeigen, was das macht, ne? Fällt jetzt aber nicht ein. Man kann auf jeden Fall irgendwo hier hingehen, wo man nicht vorher dran gekommen wäre. Ist immer noch merkwürdig. Da. So kann man dann hier hoch. Wupp. Und dann kommt man da oben hin. Aber da sind wir ja schon vorher dran gekommen. Dank den hohen Sprung.
So haben wir das auch erledigt. Hier mal ein blauer. Wieso weiß ich das alles nur auswendig? Ich habe das Spiel viel zu oft gespielt früher. So. Und ich glaube, ich weiß, wo noch einer ist. Ein gelber. Ich glaube, im Nimmerland. Hat sein. So, weißer Triotech hier. Der ist in dem Tim Burton Hügel. Diese eine berühmte Szene, dieser komische Hügel da. Oder in der Stadt. Ne, ich glaube, am Hügel ist der. Ich bin fast sicher. Dann haben wir auch alle Triotechs. Schön, ne? Wie gesagt, einer ist noch in Atlantica. Lass mich mal kurz abbilligs gucken. Habe ich? Nö. Wird alles irgendwann mal gezeigt. Ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber... Wir haben ja schon viele Let's Plays angesehen von Kingdom Hearts, also... Gibt echt Let's Player, die abusen diese ganzen Fähigkeiten hier wie blöd. Also guckt euch jedes andere Let's Play an, dann seht ihr die ganzen Techniken, wie, weiß ich nicht, Sonic Stoß und was weiß ich, wie die heißen. Tollwut, Tontaube. Ich sehe manchmal Leute, die tun diese Angriffe nur spammen, obwohl das eigentlich nicht nötig ist in dem Spiel. Das Spiel finde ich jetzt nicht so schwierig, dass man immer darauf zugreifen muss. Ach man. Oh. Weil sobald man einige Abilities hat, so die einen vom Sterben abhalten, man genug Angriffskraft hat, eigentlich nichts hier im Problem. Na, wo bist du? Ich teleportieren gehört. Na, den mache ich mit einer Kombo fertig. Ja, genug. Stimmt, ich muss ja eigentlich nicht gegen die kämpfen. Ja, ich bin nicht irre, irgendwo hier. Da hinten. Oh Mann. Problem ist, ich weiß nicht, wann ich einige optionale Sachen hier angreifen soll. Also definitiv nicht vom finalen Endboss. Weil der ist dann der Lachnummer danach. Wenn ich so mit Level 50 oder so den Endboss spielst, tackle, dann... Oh Mann, da kommen immer mehr. Ich glaube, das wird reichen. Mann! Blöden Viecher! Ich jetzt auch nicht auf welche auf, ne? Nö. Na, du hattest wieder am Leben. Ich war gerade noch tot, ich hab's gesehen. Hey. Oh, Damatina, fehlen uns auch noch welche, stimmt. Oh, sieht das wenig ab. Guck mal an, wie viele. Wieso können Donut und Goofy hier nichts aushalten? Die fighten ja durch alles, habe ich so gefühlt. Aber komme ich mir jetzt nicht so schwach vor, levelmäßig. Okay, ich tue die ganze Zeit irgendwie drauf gehen fast, aber trotzdem. Alter, wie viele kommen denn hier noch? Ich hau da ab, tschüss. Ach, Donut halt. So, da. Ton von meinem Mikro ausgestellt, von meinem Kopfhörer, den ich trage. Während der Aufnahme. So, dann nach Atlantica. Fällt mir ein, ist einer. Warum war ich schon, ne? Da Martina fehlen uns eigentlich noch 1, 2, 3,
4, 5 müssen wir noch. Und noch 4. Okay, die können jetzt leider nicht alle da drin sein, habe ich so Gefühl, in den Truhen von den weißen Triotechs. Also irgendwo muss ich noch welche übersehen haben. Verdammt. Also mehr wird hier nicht mehr passieren, habe ich so Gefühl. Ich meine, im Nimmerland war ein weiß, ein gelber Triotech noch, den wir nicht haben. Tiefen Dschungel war irgendwo im Dschungel einer? Meine nicht. Oder Monstro. Monstro, Monstro. Das weiß ich überhaupt nicht. Monstro kenne ich nicht auswendig. Tritons Gemach, genau. Das ist da vorne direkt. In diesem kleinen Häuschen. Mir fällt auch auf, hier fehlen nur einige Sachen. Wir haben zum Beispiel noch nicht diesen Weg gefunden, wo wir von unten irgendwie diese Kiste hochschlagen können. Weiß jetzt nicht mal, was da noch ist, aber so am Ende da durchgelaufen bin, habe ich gemerkt, da fehlt noch was. Ach man, halt auf mich aufzuteilen. Gemacht und halt. Okay, hier. Ach man, echt. Ach du, nein. Kannst du mal aufhören mit dem Angriff? Alter. Auf damit. Hier mal das alleine machen muss. So, steht auf. Ich tue mich mit dem Triotech jetzt wieder beleben. Was sagt er davon? So, was haben wir denn hier drin? Ui, Halkorn hier. Versuchen wir noch das eine Ding zu bekommen. Ich weiß, da ist glaube ich nichts Besonderes drin, aber wir haben es noch nicht. Hier, die Truhe da. Wir müssen von unten irgendwie da hinkommen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie. Nein, ich da. Boah, Meeresidylle. Aha. Da gibt es nichts. Wieso ist Goofy immer mit so wenig HP am Rumlaufen? Wer hat die meisten von uns? Der dürfte eigentlich nicht so schnell frecken. Das darf er nicht. Nein. Na, ihr schon wieder. Keine Lust. Wir können ja durch die Strömungen jetzt. Ey. Was zum... Kannst du mich mal in Ruhe lassen, du Blöder? Also, was ist egal. Hau mal ja ab. Keine Lust mehr. Ja, ist auch der Delfin hier sofort auf. Ich krieg die Krise. Also, einen unhöflichen Gegner habe ich schon lange nicht gesehen. Geht einfach durch die Strömung, ja. So, tschüss. Ja, ich weiß, da ist nichts Besonderes drin. Also, der Martina können da glaube ich auch nicht drin sein. Ich weiß es nicht. Auch keine Ahnung, wie ich jetzt da hinkommen soll. Sauber und fehlen noch drei. Ich habe keine Ahnung, wie sie sein könnten. Monstro weiß ich nicht, wo der ist. Nimmerland weiß ich auch nicht, wo der ist. Ja, die müssen ja irgendwo hier sein. Weißer Triotech im Ding jetzt. Ich weiß, doch, klar. Da, wo das Schlüsselloch war, war der.
Aha. Stimmt. Im tiefen Urwald, Totenbaum. Da fragt sich nur, wo jetzt wo ist. Also ist doch in jeder Welt einer, glaube ich. Also, hier sind wir genau falsch. Nix da. I don't get this close wet. Ja, sowieso nicht alle Minispiele und also was zeigen, weil einige sind hier echt nervtötend. Hier ist Lian-Minispiel, glaube ich. Ey, rutsche. Weg ist er. Wollen wir noch mit der Serie voran schreiten? Dann nicht noch Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 1, ich habe das irgendwie so komisch ausgesprochen. Kingdom Hearts. Es folgt dann noch Chain of Memories 2 und Birth by Sleep. Soll ja alles noch vor dem dritten Teil hier erledigt werden. Ja. Den schwersten Teil habe ich ja noch vor mir, der kommt ja als nächstes, Chain of Memories. Ich habe sogar das, also Chain of Memories mit Game Boy Advance habe ich durchgespielt, nur ich kam irgendwann mal bei Re-Chain of Memory, ehrlich, bei Re-Chain of Memories nicht weiter, da habe ich halt irgendwann aufgehört. Das wird mir noch zum Verhängnis. Aber ist nicht blind, also ja. Ich kenne die Story. Also die haben noch irgendwelche optionalen Bosse oder was weiß ich da reingefangen. Warum kann ich mich dann nicht festhalten? Okay, da muss er sein. Herzenshöhle. Ja. Wenn die ruhig alle beim Schlüssellöcher machen können. Weißen Triotex. Oh ja, Halcon. Aber ich glaube, ich brauche davon viele, ne? Ich habe doch schon viele, glaube ich. 13, ja. Ja, in so ruhig irgendwo einen Speicherpunkt reinfangen können. Jetzt muss ich wieder bis zum Zelt rennen. Dann gehen wir mal nach Limmerland und geht weg und gucken dann mal, ob der da ist, wo ich denke, wo er ist. Ja, aber würde irgendwie keinen Sinn machen, da wo ich denke, wo er ist, weil man nutzt ihn an der Stelle, wo ich denke, wo er ist, das Schieben. Maximum LP, sehr schön. Muss gar nicht euch kurz vom Level ab achten. So, noch schnell zum Nimmerland. Vom Monster habe ich keine Ahnung, wo der sein könnte. Der wird wahrscheinlich irgendwo da sein, aber ich weiß es nicht auswendig. Den anderen weiß ich so genau, wo der ist, aber Monster, das ist ein absolutes Chaos da. Oh, ich sehe schon, warum das hinführt. Da ist ein Ort verschwunden auf der Karte, auf Landekarte, sag ich mal. Also ist es theoretisch schon Zeit. Ah, wir können jetzt hier fliegen. Und hier sind noch Truhen. Was bist du euch? Ich glaube, in einer davon ist ein Dalmatiner drin. Also drei oder vier. Oder zwei. Ich habe vergessen, dass wir hier fliegen können. So. Du hast einen Goofy als Binsen hat natürlich. Ja, sag ich doch, meine Güte. Das Spiel viel zu sehr durchgesuchtet damals. Bum, bum. Papiergummi.
So, hier müsste der vielleicht sein. Ja, da ist er sogar. Dann müsste es denn das Ding zu schieben. Dann stellt sich immer eine Frage, wo der Weiße ist. Den Weißen habe ich jetzt nicht im Kopf. Außer der ist da drin. Ja, Donald, packt den an den Tann. Hi. Er sind drohen wie blöd. So mal sehr nett von euch. Bum bum. Dunkle Materie. Oh, 4 Stück. Hallöchen. Oh, Halcon. Davon habe ich glaube schon genug. Welpen. Wir haben noch 3 Kisten mit Welpen. Kraft der Lüfte erhalten. Aero hat sich zu Aerora weiterentwickelt. Oh, schön. Falscher. Butsch. So, jetzt nochmal den Weißen hier finden. Vielleicht ist er ja außerhalb des Schiffes. Nicht ein. Wo könnte der hier sein? Oder der ist hier unten, glaube ich, ne? Mal kurz den Boden hier inspizieren. Anscheinend nicht. Okay, weiter hoch. Rein Captain Nux. Kabine. Oder Kajüte, wie man das nennt, ne? Der Kajüte ist doch, glaube ich. Oh Mann, ich habe keine Ahnung von Schiffen. So, oder in einen von den Räumen. Jetzt einfach hier jeden Raum noch schnell durch. Ich glaube, der ist so am Schiff. So draußen. Ne, lass mich da rein. Raus. Oh. Mist schon. Hier kann man auch noch. Was ist doch, hier kann man irgendwo rein. Macht mal alle ihr Platz. Bad wird schon wieder viel zu lang auf der Tür. Also was, wir beenden den Part hier. Nur einen Speicherpunkt finden. So, ich bin einfach im Party und wir suchen dann weiter in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.